So, hallo Leute, hier ist wieder Nick, diesmal wieder mit Ground Control Simulator. Wir zocken gerade ein paar Missionen durch. Oh Gott, es sind ja noch jede Menge. Verdammte Scheiße. So, wir haben jetzt Gepäckrennen. Die Passagiere warten auf ihr Gepäck. Nimm das Gepäck wegen Wagen. Nimm den Gepäckwagen und fahr Position. Bla bla bla. Flieger, beeile dich. Förderband ist schon auf alles vorbereitet und Peppe und Klaus warten auf deine Ankunft. So, Fahrzeug kann ich auch zwischen den geilen Fahrzeugen auswählen, sogar zwischen der Farbe. Einfach super gemacht. Oh, diesmal hat es richtig flott geladen. So. Ich wechsle mal die Kamera. Ach, da sehen sie einfach nichts. Ich will nämlich mal nach hinten gucken, aber da sieht man nichts. Was man da alles, ob man nur einen Anhänger dran hat oder tausende, wie die da auf deinem Flughäfen haben, glaube ich jedenfalls. Keine Ahnung, ich fahre nicht so oft auf dem Flughafen so rum. Ich habe jetzt mal ein Mikro an, sonst wäre das ein bisschen fail. Aber wir fahren 26 km/h, also es ist schon mal richtig krass, wie wir hier beschleunigen. Also wir werden scheinbar mit jedem Gefährt immer schneller. Wahrscheinlich trauen die uns das nicht zu. Aber man muss auch echt hier alles machen. Also normalerweise am Flughafen, da ist doch keiner dafür da, dass der erstens die Flugzeuge betankt, dann noch voll lädt mit irgendeinem Scheiß, mit Essen und was weiß ich nicht alles und dann noch die Koffer rüberfährt. Das kann mir keiner erzählen, dass einer so viel machen muss. Weil bei so ein paar Flugzeuge, die hier schon stehen, die stehen, kannst du ja irgendwie nicht sagen. Und wir müssen immer irgendwie nur denselben Flugzeug beladen. Vielleicht fällt das ja gleich mal ab. In einer halben Stunde. So, einer mit. Traum, Perfektion. Links, rechts, Falltaste. Oh, wieder ein Wechsel. Es geht aber flotter diesmal. Ich hänge mal hier blöd rum wie so ein Bekloppter. So, jetzt schön rückwärts fahren mit. Ja, die Steuerung ist mal eben verkehrt rum. Ach komm, immer so rum. Warum ist die. Ich verstehe das gerade nicht. Wenn ich rückwärts fahre, ist es genau andersrum als es eigentlich ist. Ja, ich habe mal Autoführerschein und ich weiß, wie man rückwärts fährt eigentlich, aber das ist irgendwie der lenkt da. Also wenn ich nach links lenke und dann rückwärts fahre, fährt er nicht so in der Linkskurve quasi, sondern in der Rechtskurve. Wie bescheuert ist das denn bitte? Du drehst den Lenkrad ja so, dass es. Ach egal, komm, halt die Fresse. Ja. Ah, wie war da hinten schön die Landschaft sehen. Ey, wer hat das scheiß Terrain gemacht? Das sieht mal voll für'n Arsch aus. Ganz ehrlich. Ey, da würde ich doch so ein zwei Hügel lassen, damit das wenigstens noch nach einer Landschaft aussieht. Aber da links so ein Hügel. Guckt euch den Pinöpel da mal oben an, ey. Was ist das zur Hölle? Was ist das? Da wächst kein. Da wachsen Grashalme drauf. ETF. Kein Baum außer die Palmen, die da stehen. Das kann doch nicht sein, bitte. Ey, da hätte ich die Berge eher so ein bisschen sanfter hoch und runter gehen lassen, aber das sieht ja aus wie hingeklatscht und hingeschissen. Ohne Mist. Da konnte ich ja selbst noch mit einem hier StarCraft 2 Emulator, da kann man auch so Karten machen, da konnte ich selbst noch besseres Terrain machen. Da musst du auch ein bisschen klicken und hoch geht das. Oder da können die sich die Far Cry bla 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 Editor Scheiße nehmen und da einfach die Scheiße rübernehmen. Fertig. Aber so sieht das ja mal richtig von Arsch aus. Aber die haben es immerhin schon geschafft, Berge hinzukriegen. Das ist schon mal nicht schlecht, sag ich mal. Und zwei Container sind hier drin. Wow.
mehr kommen da auch nicht rein. Und die ganzen Fahrzeuge, die wir hier schon abgestellt haben, sind auch weg. Herzlichen Glückwunsch. Ja, bla bla bla, dieselbe Scheiße wieder wie in der letzten Mission. Ja, fortfahren. Das war's mit der Mission. Ich mache jetzt hier wieder einen Cut. Dringendes Nachtanken ist die nächste Mission. Bis gleich und stay tuned.